Hallo Freunde der gepflegten Feuerunterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Gameplay. Und zwar zocken wir heute das Adventure A Fisherman's Tale. Und bei A Fisherman's Tale spielen wir die hölzerne Fischerpuppe Bob und wachen in einem Leuchtturm auf und merken dann relativ schnell, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Also echt cooles Adventure. Ich habe es jetzt komplett durchgespielt und ich bin echt begeistert. Ich bin aber auch Adventure-Fan, also ich mag solche Spiele. Man muss nicht immer irgendwie rumballern mit irgendwelchen Waffen oder so, also mag ich natürlich auch, aber solche Spiele sind auch echt cool. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach auf die Steam-Seite und ja, der Entwickler ist Innerspace VR, das sagt uns jetzt natürlich nicht so viel, aber der Publisher ist Vertigo Games und das sagt uns natürlich was oder vielen Leuten was, denn die haben auch Arizona Sunshine produziert. Und sind jetzt momentan auch dran an After the Fall. Und das wird auch ein Shooter, so ein Single- und Multiplayer-Shooter. Also da bin ich auch echt gespannt drauf. Also Arizona Sunshine ist echt für die damalige Zeit perfekt umgesetzt, meiner Meinung nach. Also das war einer der ersten Games, die ich so in VR erlebt habe. Und hat mich direkt geflasht damals. Und ja, da weiß man auf jeden Fall, dass da Qualität hintersteckt. Denn die wissen, wie VR-Games gemacht werden. Und ja, vom Entwickler Innerspace VR kann man jetzt auch sagen, also ich kann es sagen, weil A Fisherman's Tale ist hervorragend umgesetzt, also perfekt für VR. Und da kann ich auch sagen, hier, Daumen hoch, echt genial. Ja, schauen wir uns mal ganz kurz so ein bisschen den Trailer an. Da sehen wir so, habt ihr ja gesehen, kleinen Leuchtturm, größerer Leuchtturm und dann geht es immer so weiter. Und ja, da merkt man, wie es hier so steht. Die Wirklichkeit wird auf den Kopf gestellt, also es passt ganz gut. Also solche Spiele kann es echt häufiger geben, also... Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, dass halt von der Spieldauer nicht so lange ging. Also ich glaube, wenn man da dran bleibt, ist man so in einer Stunde durch. Und ja... Also ich hätte es auch gerne 3-4 Stunden gespielt, weil es einfach super war. Also war super unterhaltsam. Ja, ich habe jetzt ungefähr eine Stunde gespielt. Ich werde die Teile, also ich werde das Gameplay jetzt aufteilen in 2 oder 3 Teile. Muss ich mal schauen, wie ich es am besten hinbekomme. Also hier seht ihr heute nur einen Teil und dann geht es halt weiter mit dem nächsten Teil. Gehen wir mal weiter. Das Spiel kostet momentan 14,99 €. Ich habe es, glaube ich, damals in irgendeinem Sale gekauft. Ich glaube, 30% oder 50% war das. Und ja, hier sehen wir es auch. After the Fall. Action-FPS-Shooter, also First-Person-Shooter. So, A Fisherman's Tale unterstützt HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Aber ich habe es auch mit der Vive Index getestet oder ich habe mit der Index gezockt. Und ich hatte null Probleme. Alles lief super. Die Steuerung war auch gut. Klar wurden nicht die einzelnen Finger getrackt, aber darauf kann ich auch verzichten. Ist jetzt für mich kein mega super Gimmick, wo ich sage, okay, das muss jetzt in jedes Spiel rein. Wenn es drin ist, cool, gibt natürlich ein bisschen Immersion, aber ist nicht zwingend notwendig. Ja, super positiv hier in Deutsch, Englisch, Französisch und in Chinesisch. Also Text und Ton komplett. Also und auch die deutsche Synchronisierung war echt super gemacht, fand ich. Also passte. Also sowas muss echt öfters übersetzt werden, meiner Meinung nach. Denn ich kenne viele Leute oder viele Leute schreiben mir schon mal in den Kommentaren oder einige Leute, die sagen, ja, kaufe ich nicht, weil es halt nicht in meiner Sprache gibt und ich kann kein Englisch und dafür sind diese Spiele direkt gestorben. Von daher sollten sich VR-Entwickler echt überlegen, ob die nicht ein bisschen mehr Geld in die Synchronisierung stecken und ein bisschen mehr Arbeit natürlich, aber dafür auch mehr Produkte verkaufen können oder mehr Spiele. Denn das ist natürlich eine Rechnung, kann ich natürlich verstehen, denn man muss rechnen, was kostet die Synchronisierung, wie viel könnten wir dadurch mehr verkaufen und haben wir dadurch ein Plus. Ne? Das muss man natürlich herausfinden, aber ich denke, dass sich das mit Sicherheit lohnen wird, denn sowas meckern echt viele Leute an, auch wenn natürlich einige Leute oder viele Leute Englisch sprechen können und auch verstehen, aber ich tue mich da auch immer ein bisschen schwer. Und es ist natürlich viel schöner, wenn man einfach abschalten kann und in seiner Muttersprache das Spiel genießen kann. Ja, das war es eigentlich erstmal. Das andere werden wir alles so in dem Spiel jetzt erleben.
Das passt dir ganz gut. Verstoße in verzwickten VR-Rätseln gegen etliche Gesetze der Physik. Also man muss da ab und zu ein bisschen querdenken. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann ging es eigentlich. Ich fand die Rätsel echt super gemacht. Nicht so schwierig. Hätten ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad natürlich ein bisschen drauflegen können, aber waren vollkommen in Ordnung. Also mir hat's gefallen. Am Ende habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber nicht, weil ich nicht wusste, wie irgendwas funktioniert, sondern weil ich es irgendwie nicht hinbekommen habe. Aber werdet ihr dann in dem Video auch sehen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Gameplay und bis gleich. Ja, Leute, da sind wir bei A Fisherman's Tale und wir sind im Startmenü. Hier ist unser kleiner Leuchtturm. Sieht ganz nett aus. Und gucken wir mal uns ein bisschen um. Ja, die Wolkendecke sieht echt cool aus. Farblich passt das echt gut. Ansonsten sehen wir nicht so viel. Aber in VR-Spielen habe ich schon mal einen schlechteren Himmel gesehen. Echt cool gemacht. Sieht fast realistisch aus, würde ich sagen. Wenn jetzt nicht diese komischen Farben wären. Obwohl, bei manchen Wetterlagen kann es solche Farben auch schon mal geben. Ja, gehen wir mal in die Einstellung, würde ich sagen. Schauen wir mal, was wir da so machen können. Ja, ist relativ übersichtlich. Wir haben hier einmal die Sprachen, ne, die wir uns hier auswählen können. Und ja, für alle Leute, die echt Probleme mit englischer Sprachausgabe haben, würde es freuen. Wir haben hier eine komplett deutsche Sprachausgabe. Ist echt lobenswert, denn welches VR-Spiel hat schon deutsche Sprachausgabe? Es sind echt sehr, sehr wenige. Und ja, für mich selber ist es cool, weil ich muss nicht irgendwie übersetzen. Mir fällt das Übersetzen teilweise auch nicht ganz leicht. Ich kriege viele Sachen hin, die zu übersetzen für mich, dass ich verstehe, was ich machen muss. Aber nicht so, wie als wenn ich jetzt Deutsch höre oder lese. Von daher echt super, man kann dann ein bisschen besser abschalten, man muss nicht nachdenken und so weiter. Und eigentlich möchte man ja in VR einfach nur abschalten und das Spiel genießen. Und das geht so natürlich besser, wenn wir direkt unsere Muttersprache haben. Gefällt mir echt genial. Ja, hier haben wir Hinweise. Klicke hier für Hinweise, falls du nicht weiterkommst. Du kannst diese Option jederzeit ändern. Wir lassen das einfach mal aktiv. Denn es ist ein Rätselspiel und vielleicht bleibt man ab und zu mal hängen, weiß nicht weiter. Und bevor man dann wirklich, ja, ein, zwei Stunden dann irgendein Rätsel versucht zu lösen. Und ich kenne das von früher, von irgendwelchen Adventure-Games, wo man echt nicht weiterkam. Und im Endeffekt hat man dann irgendwo nochmal eine Lösung gefunden. Und dann denkt man, ah, so leicht war's. Obwohl ein ganz, ganz kleiner Hinweis reichen würde. Und ja, deshalb lassen wir es einfach drin. Ja, ich benutze Roomscale. Also hier steht auch, man könnte im Stehen spielen, im Sitzen spielen. Und dann bewegt sich die Welt auch ein bisschen höher. Und ja, ich habe Roomscale, deshalb lasse ich es auch erstmal so. Ja, das war es eigentlich auch schon mit den Einstellungen. Also relativ übersichtlich. Wir haben keine Grafikeinstellungen oder sowas. So, ich habe einmal ganz, ganz kurz reingeguckt für 5 Minuten. Und ich hoffe, das Spiel startet jetzt aber von ganz neu. Deshalb machen wir mal Start und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Kapitelauswahl. Und los geht's. Prolog. Bitte unterbrich mich, falls du diese Geschichte schon einmal gehört hast. Es war einmal eine Fischermarionette. Sorgfältig von Hand gefertigt. Sie hatte einige Ecken und Kanten, aber das ist zu erwarten, wenn man aus Treibholz geschnitzt ist. Die Marionette lebte ein einfaches Leben in einem typischen Leuchtturmwärterhaus, wo alles seinen Platz hatte. Und jeder Tag begann gleich. Der Fischer putzte seine hölzernen Zähne. Nun, wenn du glaubst, hölzerne Zähne müssten nicht geputzt werden, dann hattest du bestimmt noch nie Karies und einen Splitter gleichzeitig. Dann schob er ein Holzscheit in seinen kleinen Ofen, um es warm zu haben. Können wir machen. So, ich habe hier die Möglichkeit, meine Hände auszufahren. Nun ist es ein bisschen einfacher, Sachen zu greifen. Und, die Marionette schob ein Holzscheit in den Ofen. Vorsicht. Schön warm, sicher vor dem Sturm.
Als nächstes nahm er seinen Staubwedel und staubte vorsichtig seine Glücksmuschelschale dort drüben im Regal ab. Ah. Aber ich wollte gerade noch sagen, sehr gefährlich hier als Holzmarionette einen Ofen anzumachen. Was kommt als nächstes? Don't try this at home. Ah. Als nächstes nahm er den alten Staubwedel und staubte seine Glücksmuschelschale ab. Die Muschel. Die Muschelschale erinnerte ihn an eine ruhige See. Als nächstes öffnete der Fischer sein Fenster weit, um nach dem Wetter zu sehen. Cool gemacht. Eine ruhige See heute. Hallo! Der Fischer füllte seine kleine hölzerne Lunge. Schließlich, das war am wichtigsten, arbeitete er jeden Tag an seinem neuesten Modell. Dort in der Mitte des Raumes ein perfektes Modell von seinem eigenen kleinen Leuchtturmwärterhaus. Ah, genau, cool. Bis ins kleinste Detail. Um ehrlich zu sein, wenn man Fischer ist, braucht man nicht viel Vorstellungskraft. Es war auch schon fast fertig. Nur zwei Teile mussten dem Modell noch hinzugefügt werden. Der kleine Modellschrank und der letzte Abschnitt der Wand. Das Modell sollte eine perfekte Nachbildung sein. Ein Teil der Wand fehlte und ein Modellschrank. Sie müssen hier doch irgendwo gewesen sein. Da sehe ich auf jeden Fall das Waschbecken. Das kommt ja hier hin. Ja. Ha. Und jetzt fehlt ihm noch irgendwas. Was ist das? Das Modell sollte eine perfekte Nachbildung sein. Ein Teil der Wand fehlte und ein Modellschrank. Sie müssen hier doch irgendwo gewesen sein. Ein Modellschrank. Oh. Wo bin ich? Ich bin im Dunkeln. Da habe ich gerade was gesehen. Warte, ich bewege mich nochmal. Anders, da ist eine Wand. Komplette Wand fehlt. Zwei Teile fehlten. Vielleicht ließ er sie in der Nähe des Modells zurück. Gut. Ha. Nun der letzte Schliff. Eine kleine Puppe von sich selbst im Inneren. Ohne Kopf. Na also, zum Glück passte das Modell prima. Von seinen Routinen ermüdet, ruhte der Fischer seine schmerzenden hölzernen Knochen im eigenen Schaukelstuhl aus und schlief ein. Und träumte cool von Modellen. Drinnen, wo der Geruch von Lack und Klebstoff immer frisch und boah, die Welt jetzt einfach von selbst und sicher war. Hier folgte die Marionette ihren Gewohnheiten, putzte sich die hölzernen Zähne, staubte ihre Glücksmuschel ab und arbeitete an ihrem Modell. Fisherman's Tale! Oh, ein kleines Brötchen. Die Fischfangsaison hat begonnen und auch dieses Jahr sieht es wieder recht mau aus. Wir alle wissen, dass irgendwo da draußen ein großer Fang lauert. Aber werft noch nichts aus. Es heißt, ein gewaltiger Sturm naht. Es ist vielleicht besser, vorsichtig zu sein. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Gleich eine weitere Stunde mit atemberaubenden nautischen. Oh, dunkel wird's. Der Ängstliche, Kapitel 1. Jeden Morgen erwachte die Fischerpuppe in ihrem Modell-Leuchtturmwärterhaus, wo alles an seinem Platz war. Und der Tag begann immer gleich. Außer an diesem Morgen. Da fühlte sich etwas anders an.
Der hat kein Wasser, der Arme. So, es fühlt sich. Das Fenster war vernagelt. Der Fischer konnte sich nicht daran erinnern, das getan zu haben. Selbst bei Sturm wäre er hier drin sicher. Aber zwei blöde Holzbretter konnten sich nicht zwischen ihn und seine Routine stellen. Nee. Das geht ja gar nicht. Die Bretter waren angenagelt. Er würde ein Werkzeug brauchen. Werkzeug suchen. Von Hand konnte er sie nicht entfernen. Schublade? Nein. Da ist eine Gabel. Vielleicht kriegen wir es mit der Gabel hin. Nein, das würde nicht funktionieren. Die Funktion ist cool. Haben sie schön gemacht. Das würde nicht funktionieren. Dann müssen wir uns einen Hammer holen, oder? Ah, der könnte funktionieren. Das Schüreisen. Wie pflegte Papa zu sagen, es kommt auf das richtige Werkzeug an. Genau. Hast geschafft. Was war das für ein Gefühl? Der Fischer hatte sich schon lange nicht mehr so gefühlt. Ach komm! Endlich, der Geruch des Meeres. Die kleine hölzerne Lunge will atmen. Aber draußen kein Meer. Er traute seinen hölzernen Augen nicht. Außerhalb des Zimmers war ein anderes Zimmer. Was denn hier? Ein gebautes Zimmer. Und darin stand die riesige, aber wohlvertraute Figur eines Fischers. Und er wusste, dass das Gesicht dieser riesigen Figur, wenn sie sich umdrehen würde, ihm sehr vertraut sein würde, mit allen Ecken und Kanten. Bei Neptun, wenn das da draußen lag, dann... Was war dann in seinem eigenen kleinen Modell-Leuchtturmwärterhaus mitten in seinem eigenen Zimmer? Ja, wir sind jetzt hier in diesem Modellhaus, würde ich sagen. Okay, ja, wenn ich die Hand hier... Okay. Das ist heftig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, kann man denn... Der Fischer wagte kaum, das Dach zu öffnen, um in sein eigenes kleines Modell zu blicken. Doch musste er es einfach. Oh, dann machen wir das doch mal. Dann machen wir das mal. Alles war dort drin, im Inneren des Modells, bis ins kleinste Detail. Aber die kleine Version von sich selbst, sie bewegte sich. Er war in einer unendlichen Kopie gefangen. Der Fischer fing an, sich schwindelig zu fühlen. Er war im Inneren des Modells und außerhalb des Modells. Wie krass ist das? Er hatte nur alle Fäden in der Hand. Natürlich! Wie unten, so oben. Als er den kleinen Anker anhob, wurde der Große von seinem eigenen riesigen Ich hochgehoben. Eilmeldung. Allgemeine Warnung an alle Leuchttürme. Trotz unserer Warnungen ist ein einsames Boot im Sturm in See gestochen. Leuchtturmwärter, stellen Sie sicher, dass Ihre Leuchtfeuer hell leuchten. Ich wiederhole, ein einsames Boot ist im Sturm in See gestochen. Der Leuchtturm. Die Welt könnte in sich zusammenfallen, aber jetzt kam es nur auf eine Sache an. Das ist komisch. Er musste die Leuchtturmlampe hoch oben anzünden. Das Leben eines anderen Seemanns stand auf dem Spiel. Aber da sind ja mehrere Leuchttürme. Ein riesiger Anker blockierte die einzige Tür. Wer auch immer das getan hatte, wollte wirklich den Sturm aussperren oder etwas einsperren. Zeit, diesen kleinen Raum zu verlassen. Mist, die Tür war zugesperrt. Er musste den Schlüssel irgendwo hingelegt haben, als er das Zimmer zum letzten Mal verlassen hatte. Wann war das noch gleich? Und dann, meine Freunde, passierte etwas sehr Merkwürdiges. In diesem Zimmer, wo er jede Ritze und Ecke kannte, sagte ihm eine fremde Stimme: Hey, hey du da, du ungepflegte aussehende Marionette. Die Muschel? Ja, du da, der mit den Fäden. Hier drüben bin ich, hier oben auf dem Regal. Hast du einen Sprung in der Schüssel? Warum hast du den Anker bewegt? Warum hast du das Dach abgenommen, ha? Der Fischer, er fühlte... Nun, seine Glücksmuschelschale hatte gerade mit ihm gesprochen und war auch noch sehr unfreundlich dabei. Er fühlte sich also nicht so toll. Du staubst mich jeden Tag ab und dachtest, ich hätte nichts zu sagen? Ich bin ein Einsiedlerkrebs, mein Lieber. Und du schätzt ein schönes, ruhiges Versteck vielleicht nicht, aber ich schon. Also Ruhe jetzt, pst! Und vor was verstecken wir uns? Ich verstecke mich vor dem Sturm. Warum glaubst du, dass ich den Schlüssel gestohlen habe? Den Schlüssel? Ach, der Schlüssel. Wo ist er?
Oh, viele, die Dukaten stecken. Der Fischer atmete tief ein. O Einsiedlerkrebs, klügstes aller Schalentiere. Ich muss hoch auf den Leuchtturm. Die Seeleute da draußen suchen uns vielleicht. Wir müssen mutig sein. Mutig? Mutig? Ich droh dem jetzt. Wenn du meine Mütze für mich finden kannst. Ich bin natürlich der Kapitän. Und ein Kapitän braucht seine Mütze. Und einen Rettungsring für den Fall der Fälle. Dann, nur dieses eine Mal werden wir mutig sein. Na gut, natürlich mutiger Kapitänskrebs, sagte der Fischer. Deine Mütze und einen Rettungsring. Wo würde eine ganz normale Holzmarionette jetzt einen winzigen Rettungsring und eine Mütze finden, die einem Krebs passt? Fein, jetzt lege ihn um meine Schale. Sehr gut. Ach, ich fühle mich schon viel sicherer. Jetzt brauche ich nur noch eine Mütze. Wie sollen die Leute sonst wissen, dass ich der Chef bin? Also schon krass. Da ist das Größere. Ich bin quasi so in so einer Art in der Mitte. Ja, nicht wirklich in der Mitte, weil hier ist ja noch ein kleinerer, da ist ja auch wieder ein kleinerer und so weiter und so fort. Also, als ob man selbst in den Fernseher reinfilmt, dann kennt er diesen Effekt. So ist es ja hier jetzt auch. So, jetzt müssen wir denen eine Mütze suchen. Eine Mütze. Ich gebe zu, ich bin ein neugieriger Krebs, der viele Fragen stellt. Aber dieser Sturm macht mir wirklich Angst. Glaub mir. Vielleicht ist etwas im Schrank, aber der Griff fehlt. War woanders irgendwo noch ein Griff? Das ist ein Anker. Oh, hast du etwas gefunden? Zeig es mir, zeig's mir. Na gut, aber die Mütze könnte ein ganz, ganz kleines bisschen zu groß für mich sein, ha? Ich habe schon verstanden, wie das funktioniert, glaube ich zumindest. Setz sie mir vorsichtig auf. Hast du alles gefunden? Habe ich. Nun, wenn eine kleine hölzerne Marionette das kann, dann werde ich mutig sein. Lass mich nur raus aus dieser verdammten... Komm raus, Junge. Schale. Da ist er. Zugig. Ich fühle mich so viel... Das ist ein Schlüssel. Und die Welt fühlt sich so viel größer an. Ich glaube nicht, dass ich wieder in meine Schale zurückkehren will. Okay, machen wir das. Ich helfe dir, die Tür zu öffnen, damit du deine alten Seemannskameraden retten kannst. Und ich als Kapitän werde tapfer hierbleiben und Wache stehen. Mal sehen, wo habe ich den Schlüssel gelassen? Ich hielt den Schlüssel, während ich meine Schale reparierte. Dann hatte ich einen plötzlichen Juckreiz und dann... verflixt. Ich hab's vergessen. Hier ist der Schlüssel. Aber ich krieg ihn nicht raus. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir da wieder irgendwas machen können. Aber da wird er ja noch kleiner. Das heißt... Ich muss zugeben... Das ist mir etwas peinlich, aber so ist's nun mal. Ich habe den Schlüssel verloren. Wir müssen ihn irgendwie rauskriegen. Ha! Das wird funktionieren. Okay, bist du bereit? Leb wohl, Schiffskamerad. Ich werde nicht vergessen, was du für mich getan hast. Dein Kapitän salutiert dir. Er musste seinen Weg hoch in den Turm in der Dunkelheit finden und konnte das Wüten des Sturms draußen schon hören, das immer heftiger wurde. Der kleine Kutter. Der kleine Schiffskutter.
Du fährst aber direkt auf ein Unwetter zu. Du solltest abdrehen.